Bitte Fajr danach. Weil Fajr-Zeit ist ja nicht nur ein Zeitpunkt, sondern ein Zeitintervall. Und Boarding-Zeit hat eine bestimmte Zeit. Vielleicht eine halbe Stunde bist du im Boardingsverfahren. Oder, ja, und danach gehst du und wartest du auf dein Flugzeug. Und von daher, ich würde das danach machen. Ich mache mein Boarding, damit ich auch nicht in meinem Gebet abgelenkt bin. Ich mache mein Boarding, solange noch die Zeit ist. Und dann in der Zeit, wo ich darauf warte, gehe ich in einen Ort, einen ruhigen Ort, wo ich nicht unbedingt auffällig bin oder die Leute störe. Und dann betet man, inshallah, dann sein Gebet. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.